Oh, fein. Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder bei mir reinschaut. Heute in diesem Video möchte ich euch mal hier diese Fleecejacke vorstellen, und zwar aus dem einen Grund: Ich habe die jetzt hier bei der Jagd und auch bei Drückjacken schon mehrfach getragen, und das Ding ist so super, dass das so zu meinen Empfehlungen gehört. Was das Besondere an der Fleecejacke ist: Die hat eine Membrane innen drin, die ist bis zu einer Wassersäule von 10.000 wasserdicht und auch super winddicht. Ich bin jetzt hier heute auch draußen bei Minustemperaturen und auf den Feldern draußen pfeift auch ordentlich der Wind, schon fast ein Schneesturm, und die Jacke, die bewährt sich da ganz hervorragend. Ja, entdeckt habe ich die Fleecejacke im Internet bei der Firma Ascari, und das ist die Jacke von Il Lago. Die machen viel Jagdbekleidung und die nennt sich Corvin. Ja, und da zeige ich euch jetzt mal ein bisschen die Details. Ja, und was sofort auffällt und was auch wichtig ist in der Kälte, das ist einfach hier der hochschließende Kragen, ja, das ist so Teddy-Plüsch-Vlies, ja, und der wärmt unheimlich gut, ja, liegt auch gut am Hals an. Das ist jetzt Größe L, ich habe Größe 52, da passt die Jacke jetzt zum Beispiel absolut perfekt und schließt ja auch ohne Kältebrücke ab. Das ist auch ein Zweiwegreißverschluss, ja, das ist zum Beispiel günstig beim Übersteigen von Hindernissen oder wenn man im Gelände irgendwo einen Berg ersteigt, ja, dann kann man unten den Reißverschluss aufmachen und hat mehr Bewegungsfreiheit in den Beinen. Ja. Hier, was auch gut ist, weil es eben für die Jagd konzipiert ist, aber das gilt ja für den Outdoor-Bereich genauso, das ist die gute Beweglichkeit, weil sie hier eben noch zusätzlich mit einem Material verstärkt ist, ja, an den Stellen, wo es auch hier vom Arm abreibt, ja, und da hat man super Bewegungsfreiheit, egal ob das jetzt hier auf der Drückjagd beim Schießen ist oder ob es im Outdoor-Bereich ist, wo ihr irgendwas arbeitet, ja, ist die Jacke gewährt, trotz ihrer super Passform, ja, eine super Bewegungsfreiheit, und das ist auch ganz gut. Und natürlich findet ihr hier auch an beiden Seiten eine Einschubtasche, die einen sehr gut laufenden Reißverschluss hat, dass man die Dinge hier nicht verliert. Und innen hier auf der linken Seite ist auch innen noch eine Brusttasche mit Reißverschluss. Das war es dann aber auch an Aufnahmemöglichkeiten, aber das ist bei der Jacke eben auch der Vorteil, die trägt nicht auf. Ja. Auch wenn man hier irgendwo im Wald unterwegs ist, ja, ideal, kommt man überall durch, passt perfekt. Und das Fazit zu dieser Jacke: Wie sieht es aus meiner Sicht? Also was wirklich super ist, ja, das ist die Wärmeleistung, Wind- und Regendichtigkeit dieser Jacke. Also das ist nicht nur eine Fließunterjacke, sondern ist eine vollwertige Jacke für draußen, ja, die jetzt super wärmt. Ja, und warum ich sie empfehle, ist einfach das Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, ich habe Fjell Reben Pargas. Die kosten heute über 500 Euro, ja, und diese Jacke, die hat jetzt gekostet 49 Euro, die bringt wirklich dieselbe Wärmeleistung und dasselbe Wohlfühlen hier draußen, ja, bei den widrigen Wetterbedingungen
einwandfrei. Ja, die ist auch im Rückenbereich verlängert. Ja, also auch der Schnitt ist super hier. Der Gesäß, die Popartie, alles ist geschützt. Ja, und die Nieren bleiben warm. Und das macht die Jacke für mich. Ich trage die auch sehr gern hier jetzt auf der Jagd. Aber auch, ihr wisst ja, ich bin auch viel Auto unterwegs. Ja. Das ist ein Ding, das ich einfach sage, okay, wenn ihr noch nichts habt oder nach was sucht, schaut euch die mal an. Und wenn sie euch gefällt, ja, und ihr legt sie euch zu, dann freue ich mich auch, wenn ihr mir dann sagt, okay, ich habe die auch gekauft, Hans, du hast recht, die ist wirklich top. Das war's für heute. Ja, ich bedanke mich bei euch. Ja. Macht's gut, viel Spaß, euer Hans. Ciao.